Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder zurück hier bei mir an die Game und Rome. Ja, wieder mit Betplay zusammen. Hallo, Betty. Ja, ich bin nur dezent sonderbar. Ja, und wir zocken halt wieder so ein kleines Indie-Game und zwar Waterfork. Ja, wer schon mal bei uns auf dem Channel reingeschaut hat, wir zocken gerne solche Spiele zusammen. Ähnlich wie Moving Out. Werden wir mal sehen, wo es hingeht. Betty, ich würde sagen, weil ich jetzt als zweiter Spieler angemeldet bin, steuer mal die nächste Mission an. Einfach die, wo ich das jetzt aufgehört habe, privat. Was ist gerade passiert? Ja, mach einfach irgendwo. Oder wir spielen einfach kurz mal die erste oder so. Level 2 würde ich sagen, das ist anspruchsvoller. Level Ja. 1 war ja echt nichts. Nee, da muss es einfach bloß stupide ein Fahrzeug beladen. So schnell wie geht. Ja, aber außergewöhnlich, ne? Dass man die Animation vom Controller in einem Lademenü sieht. Also das ist ganz witzig. So. Aber jetzt, ich muss mich jetzt erst einspielen. Tut mir leid, ne? So, da ist hoch, da ist runter. Wo geht das Ding hoch? So. Oh, das geht schon wieder gar nicht hier. Ey, guck mal, X ist. achso, Mit X. ich muss ja aufnehmen, die Kacke da. Ach, jetzt machen so Unterschiede, ja? Im ersten Ja. Level braucht es das Ding gar nicht. Eben. Und ich brauche von dir die Grünen quasi. Ja, ich muss, ey, tut mir leid. Also, vorher habe ich es mit Maustastatur gespielt, Leute. Also, von daher, ne? Also, von daher, ein wenig Vergebung. Jetzt, ey, das ist ja, also mit Maustastatur war schöner. Ja, jetzt komme ich da gar nicht mehr durch. Wie kann ich die denn jetzt? So, also, warte mal. Jetzt, ich muss erst über die Steuerung hier ganz kurz im Klaren werden. So, das Mit ist hoch, RT und das ist. LT machst du es, mit den Schultertasten machst du es halt rauf und runter. Ja, gut, kann man nur mit Schultertasten. Ja, Schultertaste ist besser. Also, links Ist ist. angenehmer, mit X nimmst du es halt auf. Zumindest ist es für mich angenehmer als mit Y und A. Genau. Ich glaube, du hast fürs erste genug Kisten. Ja. Ey, da war ein Leck. Hast du gesehen? Nö. Ne, da war ich. Ein kleiner Mini-Leck. Aber mit Maustastatur halt schöner irgendwie. Muss ich ja Tatsache so sagen, ne? Sonst sage ich ja auch irgendwann. Ich muss erstmal hier freiräumen. Warte mal, sonst komme ich gar nicht mehr durch. So. Es. Da musste ich erst jetzt lang. Boah. Was zum? Wo hast du denn jetzt hingeschmissen? Keine Ahnung, das ist irgendwie Luftgesprungen oder ein Despawn. Na, hast du erstmal genug? Das hätte ich alle ruhig geschmissen. Ja, okay, wenn man jetzt ein bisschen wieder drin ist, geht's. Ich verstehe, dass sie das Zeitlimit aus irgendeinem Grund nicht sehen und auch nicht unsere Punktzahl. Ja, ich verstehe es auch nicht, weil die LKWs immer hintereinander wegkommen. Also, das ist. Das Level hat auf jeden Fall ein Zeitlimit, das weiß ich, ich habe es ja vorhin gespielt. Ja, ich muss erst mal hier freiräumen, sonst wird das nichts. Ja. Ich mache eine Kaffeepause. Boah, da war ja richtig ein Leck. Ja, krass, Alter, bin ich nach hinten geflogen. Ja, ich muss erst auf die Steuerung, richtig. Ja, wenn du vorher mit Maustastatur gespielt hast, ist wieder Ungewöhnungseffekt auf jeden Fall da. Ich glaube, die Amazon-Drohne wird diesen Kampf gewinnen. Hat aber ein bisschen Moving Out Style auf jeden Fall. Jo. Muss man so sagen. Aber zu zweit habe ich auf jeden Fall definitiv mehr Spaß in dem Game. Ja, allein war das ein bisschen boring. Da hast du dich auch so gefragt, hallo, wo ist der Sinn im Spiel? Vor allem dieses ständige Hin- und Her-Switchen, vor allem in dem Level, war sehr nervig.
Ich sehe schon, wo wir dann die Pakete ins ging, also zuwerfen und dann die gegeneinander abprallen. So. Das wie auch immer wir die Pakete mit Gabelstaplern werfen. Tja, das funktioniert. Wir haben da einfach eine mega krasse Luftdruckpumpe dahinter, die Teile katapultiv da rausschießt. Wir haben nicht mal Löcher in unseren Gabelstapler, also ich bezweifle, dass da irgendwie Luft durchkommt. Da sitzt nicht mal ein Fahrrad an. Wenn nicht mal das siehst du. Das ist Robotertechnik. Siehst du, Amazon lässt grüßen. Amazon sind unsere Gegner in dem Spiel. Ja, ich krieg da nichts rübergeschmissen. Da oben. Komm mal weg da. Sag mal. Ja, man muss halt immer wirklich mit dem Gabelspiel so ein bisschen aufpassen, ne? Mhm. Mal ein bisschen runter, mal wieder ein bisschen hoch. Kein Kommentar. Ja, ja, ich dachte mir schon, dein pubertäres Kleinhirn, ey. Aber wenn du es schon, wenn du daran gedacht hast, dass ich das denke, habe ich das, du hast auch dran gedacht. Ja, weil solange wie wir uns jetzt mittlerweile kennen und hier zusammenspielen, ist mir schon ja, klar. Ja, aber du hast dran gedacht. Ja, zwangsläufig. Dafür kannst du nicht zwingend mir die Schuld geben. Frage mich, ob das Level eines Tages endet. Eigentlich ja. Stimmt, wir haben. Hat's ja auch vorhin, aber hä? Ich mach mir Sorgen, weil das ein Bug ist. Wo ist denn die Uhr? Ja, das, hast du mir vorhin zugehört, vor noch nicht mal? Nee, hab ich wahrscheinlich überhört. Also zugehört ja, aber wahrscheinlich überhört. Ich hab gesagt, ich finde auch irgendwie fraglich, dass die Uhr oben nicht angezeigt wird. Als ich das nämlich vorhin allein gespielt habe, war sie nämlich da. Ja, 100%ig gehört dann gut. Anders macht's ja eigentlich gar keinen Sinn. Hä? Das ist so ein Pro-Bug, Mann. Warte, ich probier mal was. Ja. Ja, wenn das kein Bug war, weiß ich auch nicht. Ich mag Käfer. Hm. Steht immer noch keiner da. Oh, warte, ich weiß warum. Spielmodi oder was? Spielmodi wahrscheinlich, ja. Freies Spiel. Ach, logisch. Hm. Ja, etwas dumm und dämlich das machen können. Ja, warum nicht, mein Gott. Endlosschleife, wer kennt's nicht? Dann geben wir einfach jetzt ins Bankenviertel. Ja, geben wir den Banken Geld oder nehmen wir uns deren Geld? Tja, das ist die Frage. Aber wir werden auf jeden Fall gleich wieder kriminell, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn wir in Amerika sind, ja. Da haben wir die Bank angeguckt und sind kriminell. So, warte mal, gibt's da schon eine kleine Erklärung? Ja, sollen wir die jetzt da reinschmeißen oder was? Offensichtlich. Ach, runterfallen lassen, in der Hoffnung, dass sie da reinfliegen. Ich glaube, einer ist unten, der andere ist oben. Ja. Also bestehen sie einfach aus Gummi. Ja, du bist oben. Ja, warte. So. Gucken wir mal, was das hier werden soll. Ich brauch blau und rot! Ja. Na. Achso, du brauchst immer mehr davon. So. Muss ich da überhaupt? Nein, guck mal, das ist so Quatsch. Fight the system. Ja, also das eine fightet wirklich das System. Oh, was ist jetzt passiert? Ah! Richtig fetter Bug, hast du gesehen? Ja, ich bin auch gerade weggeflogen. Das war schon. Okay, ich brauch grün. Ja. Und gelb. Doch Bananen. Ich hab hier nur Orange. Okay. Er wirft was auch immer das Grüne ist ins Verderben. Ah, mit Schwung ein bisschen. Nee, glaube ich immer nicht. Das
bestimmt. Das ist Moving Out durch und durch, Alter. Kannst du sagen, was du willst, so vom Gameplay. Guck mal, da hinten ist eine Amazon-Drohne. Tatsache. Auch grün. Ey, war das vielleicht sogar ein Easter Egg? Ich brauch grün! Achso, war es vielleicht gerade ein Easter Egg, Alter? So eine Art Anspielung? Das ist die Story, dass die Amazon-Drohnen uns vernichten wollen und wir deswegen zu zweit arbeiten, um das beste Kurierunternehmen aller Zeiten zu werden. Ja, Amazon nennen sie es ja nun nicht, ne? Ja, aber wir haben Drohnen. So ein blau. Ja, zu zweit macht Spaß, kann man spielen. Zu zweit geht. Ja, was mich gewundert hat, Tatsache ist, grün. Ja, wir müssen die maximale Punktzahl machen. Die haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Gucken, ob wir es noch schaffen. Ich will einen Latz noch abfertigen. Ja, es könnte klappen. Ach, oh, braucht es noch. Ich hab gedacht, es wäre. Nein! Nein! Ah! Es scheitert an Andi. Es scheitert am Backen hier, Alter. Andi ist schuld. Ja, ja, ist klar. Ja, vielleicht wäre es ja eine gewesen, wa? 2870, jetzt bin ich gespannt. Na, wir hatten zwei Pakete von drei erreicht. Also ich möchte meinen, das war schon eine Art Auszeichnungswürfer. Wo ist nochmal Spiel? Verlassen, ey, das ist so richtig billig abklatsch. Es war das letzte grüne Paket. Ja, es hätte klappen können. Das ist alles Andis Schuld. Ja, wir können gerne. Ja, hallo, ich bin dagegen gefahren und dann bin ich zurückgeflogen. Das Paket auch. Deine Schuld. Naja. Ist immer einfacher, den anderen die Schuld zu geben. Ich weiß bei dir. Ich Baustelle. So, wer schreit wen an? Andi ist der aggressive Vorarbeiter. Hallo? Du schreist mich doch hier an. Schrei hier nicht! Immer dieser Rollentausch, ja? Okay, Fließbandarbeit. So, da sind die Autos. Ich hab bloß, ich hab gelb und... Achso, du brauchst rot. Für die Pakete, werter Kollege. Kein Problem, der Herr. Aber ich sag mal so, wie es ist, also die Gabelhöhe spielt in dem Spiel definitiv keine Rolle, also nicht so wirklich. Ein bisschen, minimal. Wie oft musst du deine Gabel in der Höhe verstellen? Das fast immer. Echt, ja? Also jetzt ja. Hier, die ganze Zeit brauche ich definitiv gar nicht. Ey, du hast mir den bloß blau reingeschmissen. Was oh, ja. Mache ich damit? Ich habe meine Gabel die ganze Zeit etwas weiter höher, weil ich sie dann weiter aufs Fließband schiefen kann und es dann schneller da ist. Ja, kann man probieren. Hm? Ey, Alter. Grün. Ja, bin dabei. Ja. Meine perfekte Höhe raus. Wieder verkackt, so. Das habe ich dir ja schon genug gegeben. Das habe ich alles predicted. Mhm. Verlängerung hier vom USB, ohne Scheiß, mal mein Klicker teilweise. Da kommt kein Befehl an. Ah, das könnte aber eine USB-Verlängerung nehmen. Immer diese böse USB-Verlängerung.
Ja, vorher hatte ich ja einen Weg von 10 Metern zu überwinden, weißt du? Jetzt ist es ja alles anders organisiert hier. Bin ja gespannt, wenn ich Pech habe, habe ich in der neuen Wohnung kein LAN mehr. Ja? Ja, weil meine Mutter definitiv nicht möchte, dass wir Löcher bohren. Gut, du kannst sie auch anders verlegen, also. Wenn du ein ganz dünnes LAN-Kabel nimmst und die Tür dazulässt, kannst du teilweise auch durch den Türspalt verlegen. Ich habe nicht umsonst 40 Euro für ein LAN-Kabel ausgegeben. Die lasse ich nicht einfach in meinem Schrank verrotten. Naja. Ah, siehst du. Super, haben wir geschafft. 3 Pakete. Lustig wäre es, wenn die 3-Sternenzahl 2048 wäre, weil dann hast du während die Zeit schon irgendwo das Paket noch reingeliefert. Habe ich tatsächlich eben gemacht. Eben gerade war es so, dass ich, wo es gerade so verlangsamt wurde, ne, wo die Zeit eingesetzt hat, habe ich noch das letzte Paket gut, zum... Wir waren 500 Punkte drüber. Ja, so schwierig ist es nicht. Die Einkaufsmeile. 2800 Punkte brauchen wir. Danach können wir Kaffee trinken. Auch mit dieser Blaupause und so, das ist, erinnert mich mega moving out. Ich weiß so gar nicht, wer der Entwickler ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das Tatsache the same. Nope. Hä? Was, wie, was, wo? Achso, da muss du ich. Du musst dir Wasser liefern. Ja, bloß die Roten laufen da einfach rüber. Sind hier wieder. Boah, das ist mies. Ich sag ja, das ist ein bisschen unkoordinär hier. Mann. Ey, ich als Grobmotoriker hier mit Geschicklichkeit spielen, ist echt nicht mein Ding. Wirklich, ich weiß, warum ich Strategiespiele zocke. Das ist... Glaub an dich, Andi. Denk an Hot Pizza und Big Burger und Donuts. Fließband. Ja, ja. Das ist auch wohl besser. Was wollen die alle so viele Bananen haben? Ja. Und Wasser. Was wollen die mit Wasser? Klopapier, wir können die ja noch verstehen. Das ist noch eine Amazon-Drohne. Okay, wir haben auf jeden Fall die 3 Sterne, das haben wir erreicht. Ja. Nach dem Spiel machen wir dann unseren eigenen Kurierdienst auf, ne, Andi? Ja, langsam haben wir es drauf, würde ich sagen. Wir bieten alles an, Kurierdienst, Umzüge. Wir haben zwar keinen Gabelstaplerschein, wir haben keine Gewerbeanmeldung, wir haben keine ordentliche Versicherung, Arbeit kriegen wir schon. Komm, das machen wir schon. Machen wir so alles unter der Hand. Auf Krampf. Geht's noch? Nee, jetzt kann ich nicht mehr schneiden. Ja, das ist schon ganz witzig. Kann man mal zwischendurch spielen. Aber da gibt's definitiv bessere Games. Ja, aus dem Genre. Also muss man einfach so sagen. Also, grafisch, guck mal, alleine schon diese Lichtanimation hätte man viel besser machen können. Gehen wir jetzt zu Aladdin. Guck mal, wie verpixelt die ist. Und die zocken ja auch auf Full HD, ne? Also... Das ist schon ein bisschen. Hat keine Kantenglättung. Hä? Nee, das war dann ein Fremdwort. Was ist Kantenglättung? Habe ich noch nichts von gehört.
Keine Ahnung, ich glaube, das ist Steak. Ich gebe dir eine drauf, das ist Kantenklettung. Oh, jetzt interessant. Drauflegen? Hm, okay. Warte mal, so. Ah, okay, verstehe. Oh, das ist ja echt räudig. Da kann ich die nicht einfach runter. Ah, die Spassen haben so eine Scheibe hingebaut. Und die Mechanik ist interessant. Hallo? So. Ja, man muss. Also, ich revidiere meine Aussage. Man muss jetzt langsam wirklich die Gabel mehr benutzen. Er ist auch ein bisschen. Ja, ein bisschen empfindlich, der Güter. Ah, springt die trotzdem darüber? Ja. Gut, okay, da ist es auch eine, es ist auch eine ganz gute Idee, entflammbare Materialien einfach so durch die Gegend zu transportieren, ne? Vielleicht steht das auch einfach dafür, dass da Peperonis drin sind, das weißt du doch gar nicht. Wenn du eine Kiste mit einem entflammbaren Symbol aufgedruckt hast, würdest du die so durch die Gegend werfen? Wenn da scharfe Peperonis drin sind, dann ja. Wenn du es nicht weißt? Naja, das weiß man ja. So, komm, ab, Rainer! Zack. Ich wette, mir schreibt wieder meine Kumpel nach. Meine kleine Tochter fand eure Serie echt cool. Und dann müssen wir das ganze Spiel durchspielen. Oh, scheiße. Wie viele Punkte? Wahrscheinlich ist die Tochter einfach nur extrem sadistisch und mag, wie wir leiden. Das war damals schon bei. Oh, guck mal, da liegt einer auf dem. Auf der Glaskante. Ey, ich krieg das. Also der Winkel. Ey, sag mal. Ich krieg den Winkel nicht so schön. So. Ich bin zwar alt, so. Du bist noch nicht alt. Erst in 3 Stunden. Mann! Ich glaube, das könnte mit der Punktemarke ein wenig knapp werden. Ja, warte mal, ich leg mal hier ein bisschen mal drin. Was war der, das Ziel? Ich glaube wieder 2800. Oder 3000, so um den Dreh. Nein! Wenn das überhaupt ein Stern ist. Du kriegst auch weniger Punkte. Na. Ah ja, guck mal. Wir haben die erste Welt abgeschlossen. Yay! Na, wollen wir eine Unterbrechung machen? Dann nehmen wir auch noch eine zweite Folge auf. Ja, gerne. Sagen. Ja, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich denke mal, für so ein kleines, kurzes, knackiges Game ist das in Ordnung. Würde ich sagen, Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch noch die zweite Folge anschauen. Ich sag's aber voraus, eventuell spielen wir davon nochmal ein paar Sessions. Das wird jetzt aber keine eigenständige Serie werden, so wie es hier von meinem Kanal gewohnt seid. Weil da sehe ich jetzt einfach nicht das Potenzial drin. Aber wir werden... Morgen geht schon durch die Decke, Platz 1 YouTube-Trend. Ja, bestimmt. Wir werden aber definitiv mal so ab und zu nochmal reinschauen. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut in die zweite Folge rein. Bis dann.